Ja, hallo mein Lieben und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Part Nummer 2. So, wir waren jetzt in der letzten Folge auf der Suche nach Schafen, haben nicht wirklich Schafe gefunden. Ich würde einfach mal sagen, wir werden jetzt hier mal weiterschauen. Das Dorf ist halt, wie gesagt, dass Nacht ist und wir halt kein Bett bauen konnten, dafür aber einen Creeper schon sehen. Sehr schön. Ja, das ist halt ziemlich doof. Ich würde ja super gerne halt ein Bett bauen, dass ich halt schnell Tag bekomme, damit es auch für euch ein bisschen ansehnlicher wird hier. Eieiei. Gut, der hat aber nicht wirklich was kaputt gemacht, das passt. Ja, ich habe jetzt doch die Ingame-Geräusche doch ein bisschen lauter gemacht, wieder, dass ihr halt überhaupt was mitbekommt. Ich hoffe, dass ihr im Hintergrund nicht den Regen hört oder mein Hundi. Der hat sich zwar gerade hingelegt, aber bei dem weiß man ja nie. Also ich muss ehrlich sagen, ja. Ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, waren erstens viel mehr Monster abends unterwegs und zweitens gab es Schafe. Verdammt nochmal. Was damit los? What the... Alter, hier regnet schon Schafe. Schweine. Okay, da kannst du ja froh sein, dass du nicht da runtergefallen bist, Freundchen. Ja, das tut mir natürlich jetzt furchtbar leid. Übrigens, ja, ich habe jetzt doch entschieden, dass wir hier vorne das nehmen, weil die sieht einfach so geil aus. Man hat dann, auch wenn man dann da oben ist, denke ich mal, auch so geil den Blick so aufs Meer und so weiter und so fort. Und ich denke mal, wenn man da oben wie eine Art Leuchtturm baut, findet man auch relativ schnell wieder nach Hause. Von daher würde ich jetzt einfach mal schon da hochklettern und so ein bisschen da oben schon mal die Bäume abfarmen, dass ich halt dann da oben... What the... Ich glaube, das war so ein Enderman. Oder keine Ahnung, wie die heißen. Die komischen schwarzen Viecher halt. So. Können wir gleich mal die Aussicht von hier oben anschauen. Alter. Ich komme nicht hoch. Okay, das wollte ich halt gerne vermeiden, dass der jetzt hier explodiert. Okay, es ist doch eine recht große Fläche, aber hier hinten kann man ja einzäunen, so dass man halt... Oh, das ist so cool. Ist halt nur doof, dass es jetzt halt hier dunkel ist. Auf jeden Fall denke ich mal... Wie... Oh, wow, mega lag. Wie weit geht denn das hier? Okay, das könnte man ja alles so ein bisschen auch begradigen. Hier vorne geht es halt relativ schnell bergab. Oh Gott, den gucke ich mal nicht an. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Okay. Ich glaube, da drüben geht es auch noch so hoch. Ja, das Beste ist halt wirklich, wenn wir jetzt hier anfangen, einfach das alles. Okay, hier geht es runter. Okay, ich fange einfach mal an mit den Bäumen abbauen. Oh, dreimal auf Holz geklopft. Juhu, neue Errungenschaft läuft. So, weil wir brauchen eh genug Holz, von daher kann man ja hier anfangen. Und da haben wir dann auch eine Übersicht, wie weit wir gehen können, wie weit das überhaupt geht und so weiter und so fort. Es macht uns natürlich jetzt relativ einfach, trotz dass es dunkel ist, dass halt hier... sehr wenig Monster unterwegs sind, was ich auch auf eine Art sehr schade finde, ist halt doch ein bisschen langweilig. So, ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, ich habe schon so lange nicht mehr Minecraft gespielt. Es kann natürlich sein, dass sie das ausgestellt haben, dass abends jetzt so viele unterwegs sind. Das Einzige, was ich halt eingestellt habe, ist halt, dass man Kisten findet, dass man halt Dungeons und so weiter findet. Dass ich gegebenenfalls Cheats benutzen könnte, also Gott-Modus, sag ich jetzt mal so. Das ist das Einzige, was ich eingestellt habe. Ansonsten habe ich nichts eingestellt, von wegen keine Monster oder keine Schafe. Wäre ja auch ziemlich doof, ne? So. Okay. Also, das sieht schon mega nice aus. Der Aussicht. Boah, ich habe einen Frosch im Hals. Wir können ja gleich mal Bäumchen wieder ernten. Passt. Wow, jetzt wollte ich hier gerade hier lang gehen.
Okay, machen wir jetzt mal hier weiter. Wow. Ich will nicht, dass die Spinne mich dann... Wo sind die? Ach, da oben sitzt sie. Na gut, die verschwindet eh gleich. Wenn die jetzt nicht gleich runterkommen, verschwindet die sowieso. Weil wegen Sonnenlicht und so, ne? Wir sind ja Zombie-Spinnen. Oh, das sieht so cool aus, wenn das hell ist. Scheiße. Oh, das war ja so knapp gerade. Doofe Spinne. Oh, das sieht so mega cool aus. Doch, hier bleiben wir. Hier oben bauen wir unsere Plattform, sag ich jetzt mal. Und dann geht das los. Okay. Mein Hund ist doch gerade wach geworden und trinkt gerade was. Alter, wo ist denn hier noch eine Spinne? Scheiße, denn doof. Es sind aber auch übelst viele Bäume, ne? Da blickt man gar nicht so richtig durch. Okay, und ich habe gerade festgestellt, dass wenn dann doch mal eine Workbank, sage ich schon. Haben wir nicht da unten? Irgendwo da unten? Jetzt fängt doch nicht etwa mein Hund an, mein Kissen auseinander. Penny! Aber! Nicht das gute Kissen, Fräulein. Nein. So ist fein. Penny! Wehe! Da will man echt einmal aufnehmen und schon hier Theater. Ich bin mal ganz kurz weg und mach gleich wieder weiter. So, und da sind wir auch schon wieder. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Gefahr, wenn man aufnimmt. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, von wo aus wir hochgekommen sind. Ich glaube, doch von da irgendwo. Da haben wir nämlich schon, also genau, da ist ja das Schwein runtergefallen. Also irgendwo da haben wir ja schon, glaube ich, eine Workbank gehabt. Aber das ist mir jetzt egal, ich baue jetzt hier eine neue. Mache ich aber hier vorne irgendwo hin, dass ich die halt wiederfinde. Mache ich sie... Ach komm, machen wir jetzt einfach hier hin. Hier oben. Obwohl, da habe ich Angst, dass ich da runterfalle. Wie gesagt, das müssen wir ja eh alles noch zumachen. Ich mache es jetzt hier hin. So. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal... Ach, was mache ich denn? So. Wir müssen uns dann auf jeden Fall noch Fleisch machen. Brauchen wir echt dringend einfach. Ja, weil sonst sind wir irgendwann am Verhungern. So. Das. Achso, ich habe ja noch nicht mal... Ah, siehste. Truhe. So, da hauen wir jetzt das schon mal rein hier. Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. So, da gehe ich jetzt erstmal runter und hole mir mal ein bisschen Stein, dass ich halt bei Zeiten jetzt mal Fleisch machen kann. Fleisch braten kann, sagen wir es mal so rum. Sonst habe ich nämlich früher oder später Probleme. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Und dann muss ich mir mal irgendwie eine Treppe hochbauen, dass ich halt wieder das wiederfinde. Jetzt gucke ich mal eben. Komm her. So. Gut, hier vorne, das werde ich jetzt gleich mal abbauen, dass wir das halt gar nicht wieder suchen müssen. Ich würde ja gerne hier in die Höhle, aber das ist mir noch ein bisschen zu riskant ohne irgendwas. So. Nehmen wir das mal hier alles mit. Ist natürlich mit einer Holzhacke nicht so einfach. Dauert halt eine Weile. Aber das ist egal, so müssen wir dann halt nachher nicht mal hierher. Da können wir uns dann voll und ganz da oben unserer Plattform widmen. Also ich kann mir das richtig cool vorstellen, da oben so ein Häuschen. Mal gucken, wir können dann ja unten das so ein bisschen begradigen und dann halt dort, Ställe und sowas bauen, eine Farm.
Aber wir können auch schauen, je nachdem, wie groß unser Häuschen wird, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da oben auch genug Platz ist, um da ja unsere ganze Farm da oben hinzustellen. Mal gucken. Fertig. Dann gehen wir jetzt irgendwo. Ach, das ist so krass viel Wald hier, aber ich will halt Wald haben, also auch schon ein bisschen Dschungel oder sowas haben. Aber wenn wir dann unseren Leuchtturm dorthin gebaut haben, dann kommen wir ja auch mal zurück und dann können wir auch mal schauen, ob wir irgendwo was finden. Ach, Penny, lass mich doch wenigstens ein paar Minuten aufnehmen, Mäuschen. Danach gehen wir wieder spazieren. So, ich will aber jetzt auch nicht das hier wegnehmen, weil das sieht dann von vorne sonst doof aus, wenn da Löcher reingebuddelt wurden. Da werde ich jetzt einfach hier hinter und da unten schauen, ob ich da unten was wegnehmen kann. Wird auf jeden Fall mega cool werden, denke ich mal. Hat man nicht vor uns hier auch irgendwo Kohle gesehen? Ansonsten stelle ich mir selber Kohle her, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Brauchen wir erstmal nur einen Ofen. Wie viel brauchen wir noch mal? 8, ne? Oder? Elf Stück reicht erstmal. Was machst denn du? Die geistert hier zwischen meinen Füßen rum. So, jetzt gehen wir hier gleich hoch und hoffen, ja, dass wir unsere Stelle wiederfinden. Jetzt baue ich hier gleich mal so wie eine Art Treppe hoch. So. Gut. Ach, passt doch. Haha. Sind wir genau dort, wo wir hinkommen wollten. Sehr schön. So, nee, ich wollte erstmal schnell hier das craften. Ein Ofilein. Jetzt machen wir einfach mal Holzkohle. Nee, Erde nicht. Das. So. Und jetzt müssen wir halt kurz warten. In der Zwischenzeit kann man ja hier noch ein bisschen abbauen und einen Überblick verschaffen. Okay. Habe ich, ja, habe ich. Da kann ich mir gleich noch eine Steinhacke bauen. Zum Glück. Zum Glück. So. Hat gerade so gereicht. Hier drüben. Das Doof ist halt auch, dass man die Bäume komplett abmachen muss, sonst geht das Grüne nicht weg. Das finde ich immer ein bisschen doof, aber okay. Ich meine, vom Vorteil ist halt so, kann man halt wieder neue Bäume bekommen und die gegebenenfalls dann irgendwo hinsetzen, wo einem das passt und wo es halt noch kahl aussieht, dann irgendwo an der Klippe oder keine Ahnung. Okay, das sind aber auch verdammt viele Bäume, ne? Hammer. Von unten sieht es dann bestimmt schön bescheuert aus, wenn hier oben keine Bäume mehr drauf sind. Ich wollte eigentlich. Ich werde auch, glaube ich, schon irgendwo einen Cut machen, dass ich halt hier nicht, weil das ist zu weit sonst, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Ach, das sieht einfach so cool aus hier. Ich bin begeistert. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, ob das so okay ist oder ob ich doch lieber woanders hingehen soll. Nur hier hat man halt so eine schöne Aussicht.
Man muss halt nur wahrscheinlich übelst die Exkursion machen, um überhaupt an den Dschungel ranzukommen oder Schafe zu finden oder sonstiges. Kühe und Hühner und sowas habe ich alles schon gefunden, nur Schafe und sowas nicht. Leider. Ist halt schon ein bisschen doof, aber naja, mal gucken. Alter, ist das draußen laut. Übrigens regnet es bei uns schon wieder seit 2 Tagen. Und ich denke mal ganz krass, wenn es weiter so regnet, wird es wohl auch genauso ein Hochwasser geben wie letztes Jahr. Gehe ich mal stark. Echt jetzt? Gut, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich denke mal, ihr könnt euch euren Teil denken. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier im Spiel genauso Regen haben möchte wie zu Hause, ja, aber passt schon. Ich werde es nie wieder ansprechen. Einfach nur unfair. Okay, dass es jetzt so mega weit runter geht. Och, komm schon. Jetzt werde ich aber mal schnell. Oh mein Gott. Hä? Ach hier. Ich werde jetzt mal schnell zurück. Um mir schnell mein Leben dann aufzutanken, bevor es dann ganz Nacht ist. Sonst habe ich dann, glaube ich, die Arschkarte gezogen. Ah, ich habe einen Apfel. Apfel. Was mache ich denn so? Besser als nichts. Boah, und das ist so krass dunkel. Ich muss mal gucken. Ich habe ja irgendwo. Irgendwo habe ich ja noch Fackeln, dass ich da wenigstens ein paar Fackeln. Ach so. Habe ich ja einstecken. So. Da haben wir die Kohle. Wow! Ah, das ist doch doof. Ich habe bloß Angst, dass die mich hier runterschmeißen. Weißt du? Hoch. So, gut. Noch einen Ofen kann ich mir jetzt nur leider nicht bauen. Ich muss erstmal aufpassen, dass ich halt nicht direkt sterbe. Okay, jetzt tue ich mir hier ein bisschen was wieder rein. Penny, mach nicht so einen Lärm. So, dass ich halt nicht direkt alles verliere, wenn ich sterben sollte. Okay. Ja, das ist natürlich doof, dass jedes Mal, wie bei jedem Part, das sozusagen im Dunkeln endet, ne? Aber egal, kann man nicht ändern. Ich werde jetzt hier vorne noch ein bisschen abbauen. Noch höre ich keine Monster, das ist ganz okay. Ist halt bloß doof, wie gesagt, dass das jetzt hier im Dunkeln alles stattfindet. Und ich hoffe, dass es dann auch im nächsten Part aufhört zu regnen, weil sonst wäre das echt schon ziemlich doof. Ah, da hinten ist so ein Enderman. Ja, ja, das heißt so schön Ironie des Lebens, gell? Nur, dass mich das Spiel trollt und mein Hund auch gerade im Moment. Aber ich gehe jetzt eh dann gleich mit dem wieder eine große Runde spazieren. So, den Baum hier noch. Dann werde ich gleich mal noch ein bisschen Holzkohle herstellen. Damit ich... Oh, das reicht erstmal. Holzkohle herstellen, dass ich halt schön nachher nicht das Problem habe mit den Viechern. Ich werde das hier alles ein bisschen aufhellen. Achso, nicht stopp so. So. Gut, überall so eine Fackel hin tun. Komm her, du.
Und dass ihr halt dann auch was seht. Im Dunkeln. Wenigstens so einigermaßen. Und ich sehe einigermaßen die Ränder. Ist natürlich auch sehr realistisch, dass wenn es regnet, einfach mal das eiskalt nicht ausgeht. Vorteil für mich, eindeutig. So. Gut, ich würde jetzt auch erstmal sagen, ich beende an dieser Stelle diesen Part und mal gucken, vielleicht während ich jetzt hier wieder offline gehe, ist vielleicht der Regen wieder weg. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt mir eure Wünsche, Beschwerden und sonstiges in die Kommentare und wir sehen uns beim Part Nummer 3. Bis dahin, tschüss!